Marokko. Auf unserer achttägigen Reise besuchen wir die Städte Marrakesch, die Perle des Orients mit dem größten Bazar Afrikas und für 3 Tage die an der Atlantikküste liegende entspannte Hafenstadt Essaouira, eine der ältesten Städte Marokkos. Für Klaus ist es schon wie eine zweite Heimat, aber abgesehen von Luca ist es für uns übrigen 3 die erste Reise in das nordafrikanische Königreich. Es ist nicht unser Anspruch, sämtliche Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern auf unsere eher bequeme Art zu reisen, in die Atmosphäre des Landes einzutauchen. Dies und unseren Alltag dort soll der folgende Film authentisch dokumentieren. Am Ende ist aber eines sicher. Das wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich hier bin. Ich glaube, ich komme noch mal wieder. Echt geil, oder? 10. Dezember 2023 in Hamburger Schmuddelwetter. Wir sind hier in Essaouira in Marokko und bevor das Video losgeht, möchte ich doch ein paar Worte verlieren. Ja, auf meinem Kanal ist es hier in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Und wie ihr wisst, hatte ich ja einen Unfall. Dieses Jahr war den ganzen Sommer ich gelähmt oder konnte nicht Rad fahren. Erst im September saß ich das erste Mal wieder auf dem Rad. Und bin auch ganz froh, dass ich jetzt wieder meinen Alltag mit dem Rad gestalten kann. Ja, inzwischen geht mir tatsächlich etwas das Material aus, was Radtouren angeht. Und ich hatte gerade für unsere Familie das Video vom letzten Jahr geschnitten. Hatte eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, ob es euch interessiert, ein Video zu sehen von Marokko. Ja, haben viele für Ja gestimmt, ich glaube über 90%. Auch wenn das Thema überhaupt nicht zum Kanal passt, ich fahre jetzt überhaupt kein E-Bike oder Fahrrad, dachte ich, der Film ist geschnitten, warum nicht? Besser als ein weiteres China-E-Bike vorstellen. Da habe ich sowieso keinen Bock drauf. Dieses Jahr habe ich überhaupt nicht gefilmt, bis auf diese Szene hier am Anfang. Uns war auch nicht klar, ob wir jetzt wiederkommen können, jetzt nach dem Erdbeben. War ja im September ein Erdbeben, ein starkes. In Marrakesch hat man doch einige Schäden jetzt auch gesehen. Hier in Essaouira überhaupt nicht. Aber das war uns überhaupt nicht klar. Aber Halid, der ja hier in Marrakesch wohnt, hat uns grünes Licht gegeben und meinte, ist kein Problem, wir könnten kommen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Es ist ein privates Video, wie gesagt. Ich habe es in 3 Teile geteilt. Ja, wir laufen viel durch die Souks, sitzen da rum, in Cafés, quatschen. Ja, ein ganz normaler Vlog. Ist nichts Besonderes, nichts Aufregendes, aber wenn ihr Lust habt, mitzuschauen, ich denke mal, es ist ganz unterhaltsam. Lasst mir gerne ein Abo da, aber nicht für diese Marokko-Videos. Das ist nicht der Hauptcontent hier auf dem Kanal. Es wird weiterhin E-Bike-Touren geben. Sobald der Frühling wieder da ist, geht es wieder auf Tour. Und ich freue mich schon wieder, eine längere Radreise zu machen. Also, bis dann. Erstmal Marokko-Video. Viel Spaß beim Anschauen. Super Verspätung. 10 Minuten Verspätung. So wie die Deutsche Reichsbahn. Ich habe so ein italienische SFS bekommen. Italienisch. Solo Polo. Also noch geht's. Ein bisschen geschwitzt, aber war ein ruhiger.
Hallo, hallo. Schade, dass Jürgen nicht vorbei ist. Sie haben viele gebraucht. Ich habe wieder am Schreibtisch sitzen. Hier in Amsterdam Schiphol haben wir 4 Stunden Aufenthalt. Ja, wir sind hier jetzt direkt auf dem Flughafen in Marokko und können direkt vom Flieger in das Gebäude laufen. Hier mussten wir 1 Stunde an der Passkontrolle anstehen, aber zuvor mussten wir so einen komischen Wisch ausfüllen mit unserer Adresse, der dann sowieso in der Tonne gelandet ist. So, was ist Sache? Wir sind jetzt durch die Passkontrolle, wir haben unser Gepäck gefunden, das war erst verloren gegangen, haben es doch mal gefunden. Und jetzt warten wir auf Khalid, Khalid heißt er, genau. Khalid. Khalid. Das war ja noch nicht da. War ja das nicht. Bitte? War ja das nicht. Mit der braunen Hose. Da auf der Bank ist mein. Das war jetzt doch nicht, Khalid. Jetzt müssen wir irgendwo mal anrufen oder schaut draußen mal, wo er steckt. So, wir haben ihn jetzt gefunden, endlich. Er hat schon 2 Stunden hier gewartet, arme Kerl. This is a hotel you can sleep. It's mega here. Space car hier. Hi Bernd. Hey. Na, auch YouTuber? Warte, was? Auch YouTuber? Nur Gucker. Automatik, was darf ich? Automatik. Nach 1/4 Stunde Fahrt sind wir schon am Hotel. Das war jetzt kein Luxushotel, aber sehr zentral gelegen. Hier ist wahrscheinlich das Petit Déjeuner. Das sind diese schönen Tische hier. So einen habe ich mir auch mal gewünscht, aber das kriegt man ja nicht mit. Luca und Christina sind da oben untergebracht. Bernd ist da, Klaus ist irgendwo da oben. Das ist mein Zimmer hier. So, simpel gehalten. Das ist Bad. Ja, alles, was man braucht. Auch hier Fenster zum Innenhof. So, jetzt gehen wir los. Die Kamera bleibt zu Hause heute. Erstmal sondieren. Marrakesch.
Ja, Klaus muss leider noch mal umziehen, ja, weil eine andere Familie in das Zimmer kommt. So ist es. Ja. Jetzt warten wir noch mal kurz. So, jetzt gehen wir erstmal zum Jamalpa. Das ist hier auch gleich um die Ecke. Ein paar Meter, höchstens 200 Meter. Ja, wir haben noch das Problem mit dem Bargeld. Wir haben noch keine Lösung. Meine Karte funktioniert irgendwie nicht. Ja, ist ein Automat, wir checken das mal. So, leider habe ich immer noch kein Geld gekriegt. Meine EC-Karte liegt noch im Zimmer. Und ja, mit der Visa-Karte kam ich nicht weiter. Aber Christina hat auch mit ihrer Maestro-Karte Geld gekriegt, komischerweise. Naja, gucken wir mal. Da kommen wir schon irgendwie durch. Ja, heute Abend ist ja das Spiel am dritten Platz. Marokko gegen Kroatien, meine ich. Ja, das wird da hinten live übertragen um 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir dann um die Uhrzeit hier sind. Ja. Ja, vor Kron. Oui. Das ist sogar eine Schöne. Oui. Oui. Eine Schöne. Ja. Flinka. Ich habe gerade die Hühner gefilmt und Hadid meinte, ja, dem müssen wir dann auch Geld geben, weil die davon halt auch leben. Dem habe ich dann jetzt auch einen Euro gegeben. Weil er da drüben ist. Ja. Das riecht so unheimlich gut, das kann der leider nicht mit aufnehmen. Hast du auch ein paar von, ne? Ja. Das ist Patchouli? Das kommt, nein, das kommt aus Essaouira. Das sind die Wurzeln. Matthias Brett ist ja da aus. Deshalb riecht es bei dir auch so gut, glaube ich, im Zimmer. Matthias ist sein Lebensbett. Hier in so einem Hotel, ehemaligen Hotel, das war früher mal ja, ein Hotel, wo die Leute ihre Tiere mitgebracht haben, um hier zu übernachten und die auch zu verkaufen. Ja, jetzt ist es halt so eine Art Bazar. Da kamen wir aus der Sahara und sonst aus dem Süden, die Leute, und haben hier gehandelt. Und hier unten standen die Kamele und da oben wurde gehandelt. Da oben haben sie geschlafen. Ja. Anna Marachi City. Ja. Ja. Sidi Eva Madi in Wien-Bak. Kennzeichen gibt es auch. Kann ein anderes Kennzeichen auf der Sau anfangen. Dann wird er nicht abgeschleppt. So, war ja die Kamera auf. Bisschen stressig. Klaus ist gerade noch so ein Laden reingegangen. Hat er jemanden kennengelernt? Oder wieder getroffen? So, viel. Oh, jetzt kommt sogar eine Karre. Achtung, Achtung! Ja, bitte. Nous sommes à la place. Ja. Da kann ich nicht. Also hier ist auch kühl. Hier gibt's Kaffee, genau. Wir haben endlich noch mal einen Kaffee jetzt in einen Kaffee gesetzt. Da ist doch ziemlich anstrengend, da durch die Gassen zu laufen. Und heute Morgen hatte ich nur einen starken Pfefferminztee. Ui. Ohne Zucker. Ging auch ohne Zucker. Es gibt hier neben Café oder Restaurant oder Hotel gratis WLAN. Das ist zwar nicht so schnell, also ja, kann man noch nicht immer so viel anfangen. Ach, mein Sohn hat das von mir gehabt. Das ist mein Garn. Naja, wenn es nicht geht, dann geht es halt auch nicht. Ja. Das
c'est Cumin. Cumin et ça, une œuf. Oui, une œuf. Une œuf. Une œuf. So, Kaffee ist getrunken und wir haben ewig lang noch rumdiskutiert, wie wir übermorgen oder in drei Tagen nach Essaouira kommen, Bus oder selber fahren oder Hotelbus nehmen. Ja, wir werden das morgen dann mal entscheiden. Mal schauen. Wir hatten sowieso einen Teppichbazar und Khadid hat sich mal kurz entschuldigt, er wollte doch mal kurz da hinten beten gehen. Warten wir kurz und dann geht's weiter. Weil? Also, ne? Hier drin gibt es einen Palast, den man sich anschauen kann. Das ist der Innenhof sozusagen, das Entree. Und dann findet man dort einen Palast mit riesen Bädern und großen Räumen und einen Wahnsinnskronleuchter, der mindestens 20 Meter im Durchmesser hat. Ja. Wahnsinn. Okay. Der Kronleuchter? Ja. Kann man da einfach so rein, oder? Nee, da muss man bezahlen. Kostet ein bisschen was. Ja, wir werden uns doch nicht da hinsetzen, sondern jetzt hier nochmal ins Café gehen, im Restaurant. Ja, ich habe ein bisschen mit meinem Darm aufregen. Der Heiratsmarkt. Da gehen alle die hin, die also irgendwie eine Frau suchen oder die Frauen suchen einen Mann. Ach so. Und dann sitzen sie alle da und dann gucken sie, dass sich zum Beispiel dann eine interessante Frau aussucht oder die Frau guckt, ach, der Mann könnte mir gefallen. Und dann sagt sie, okay, machen wir zusammen. Und dann gehen sie hin zu einem Mullah da. Ach, direkt dann heiraten. Dann wird da geheiratet. Aber diese Heirat heißt, wir leben jetzt zusammen. Und wenn sie nach zwei Jahren die Frau stellen, der Typ gefällt mir überhaupt nicht, der ist echt scheiße, ne? Dann sagst du, den will ich nicht mehr, dann sorry. Ist erledigt. Ja, stimmt, man, darf man ja erstmal nicht so daten, ne? Ja, schon interessant. Ja, Geschichte interessiert mich jetzt gar nicht so, aber hier habe ich mir gedeckt. Ja, hier fahren auch Mopeds durch, cool. Kleine Wunderlampe. Mit drei Wünschen frei. Sehr krass. Also dafür will er 350 haben, aber das kann man noch runterhandeln. Das ist ja ein bisschen happig. 150. Das ist das schöne Alte. Ich habe meine Oma mitgebracht von der Reise. Müsst ihr überlegen. Wacher, oder? Das ist ja ein bisschen happig. Ja, schon krass. Wir laufen jetzt bestimmt 1, 2, 3 Kilometer hier durch diesen Bazar durch. Das fällt irgendwie gar nicht auf. Das hört irgendwie gar nicht auf. Und ich fühle mich hier total verlaufen. Absolut. Ja, und Klaus kennt hier immer mal wieder Leute. Hier diesen Händler, den Schmied oder wie auch immer. Ui. Ja. Der hat auch das ist nicht ein toller Mann. Hier habe ich so etliche Sachen auch gekauft. Ja. Dieses, bei ihm? Dieses Berberschloss zum Beispiel, das gibt da sind wahnsinnige Dinger. Interessant, unglaublich interessant, ja. Ja, ich glaube, Klaus kauft jetzt auch nochmal eine Teekanne hier. Ich werde nichts kaufen hier. Ich habe schon genügend Zeug zu Hause. Morgen mache ich ein paar Entscheidungen. Also langsam reicht es mir auch durch diese Gassen. Wie heißt das? Zug oder so nennt sich das? Ja. Boah, mein Magen krummelt immer noch. Ich weiß nicht, was los ist.
Jetzt gehen wir zum Jamal-Fahrer. Hier da hinten gibt es lauter Gläser, da habe ich mir die Gläser gekauft und Bestecke und sowas. Alles ist ein Vierteljahr, die Leute auch die Sachen einkaufen. Wir haben jetzt 16 Uhr und gleich soll das Spiel beginnen. Marokko gegen Kroatien, Spiel um den dritten Platz. Und dafür ist eigentlich relativ viel los hier auf dem Platz. Keine Ahnung, wo wir gehen. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Ulmes? Oui. Ulmes in Sidi Ali. Was noch? 600 Gramm Kaktasebo, nicht? Ja, ich glaube, jetzt sitzen wir das vierte Mal und wir essen jetzt Kefta. Klaus meint, das sei hier das Beste. Kefta-Restaurant. Wieder zurück im Hotel. Probleme immer noch mit der Verdauung. Ja. Klaus hat jetzt ein neues Zimmer bekommen. Morgen halb acht. Halb acht? Okay. Sieben. Ja. Ja, gut. So, das ist das Zimmer von Klaus, ganz ordentlich. Mit schönen Stuck. Oder Intarsien an der Decke. Badezimmer. Wir sind schon mal an der Decke. Aber mein Gott. Für die Zimmer haben wir etwa 45 Euro inklusive Frühstück bezahlt. Es ist 8:45 Uhr. Ich bin jetzt seit 8 Uhr hier oben und warte auf den Sonnenaufgang. Es hat ein bisschen auf sich warten lassen. Eigentlich sollte die Sonne um 8 Uhr aufgehen, aber die Sonne hat doch noch ein bisschen gebraucht, um über das Atlasgebirge zu kommen. Jetzt ging das ganz schnell. Das hat, glaube ich, nur 20 Sekunden gedauert, bis die Sonne da wirklich in voller Größe dann zu sehen war. Ich habe ganz gut geschlafen. Mein Magen geht es auch besser. Ja, gestern waren wir noch auf dem Jamalfa, wollten da was essen, aber es war so stressig. Dann haben wir gesagt, wir setzen uns auf dem Innenhof, haben nebenan noch was zu essen bestellt. Die haben das auch direkt ins Hotel geliefert. Ja, haben noch eine kleine netten Runde dann zusammengesessen. Aber ich bin dann auch um 11 auf mein Zimmer. Ich war echt total fertig. Ja, mal sehen, was der Tag bringt. Um 13 Uhr treffen wir uns wieder mit Khalid. Und gleich in einer Stunde werden wir frühstücken hier auf der Dachterrasse, freue ich mich auch schon drauf. So, Frühstück ist geliefert und da kommen schon die Kinder. Tatsächlich. Kaum habt ihr gesehen, dass das Frühstück nach oben wandert, schon seid ihr da. Ja. Ja. Um 10 Uhr. Sieben Minute. Schläft Bernd noch? Bernd hat sich noch nicht gemeldet. Ah, ja. Was ist denn heute hier so da? Honig und das ist? Sieht so ein bisschen heller aus. Frisch gepresster Saft am Morgen, das ist schon was Tolles. Ja. Der kommt nicht aus der Tüte hier, sondern der ist frisch gepresst auch. Ja. Braucht jemand Zucker? Ich hatte schon gesehen, wie die diese Brote gemacht haben heute Morgen. Ja? Ja, ja, du warst ja drüben. Mhm. Matthias hat einen Sonnenaufgang gefilmt. Echt? Ja, ja, ich war schon noch. Ja, ich war um 7 wach. Mhm. Um 8 war ich oben, sollte die Sonne aufgehen.
Die kam auch erst um 8:45 etwa. Über die Berge. Das Atlasgebirge ist dazwischen. Genau, da ging das innerhalb von 20 Sekunden war die Sonne da. Das ging ganz schnell dann. Ah. Atlasgebirge, der höchste Berg ist der Tubkal. Der ist 4000 Meter. Und den kann man so zu Fuß erwandern. Kannst du zu Fuß nach oben. Boah. Brauchst du keine extra Ausrüstung. Ja, jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Jeder war noch mal in seinem Zimmer. Wir haben gerade noch mal beschlossen, in die Stadt zu gehen, zum Sklavenplatz, bevor wir uns um 1 Uhr mit Hadid noch mal treffen. Was war das? Gewürze, ne? Ja, Klaus, haben Sie aus der Kosmetiktasche seine Salbe geklaut, die Kniesalbe und Duschgel, komischerweise. Und dafür haben Sie ihm irgendwie ein billiges Duschgel da reingelegt. Sehr merkwürdig. Dann geht's mal gleich weiter. Ja, wir haben uns losgeheißt. Jetzt gehen wir noch mal über den Jamalfa. Und ja, hier war gestern Abend, waren ja überall diese Garküchen, wo sie uns angequatscht hatten. Jetzt gehen wir direkt zum Sklavenplatz, wo wir gestern Kaffee getrunken haben. Das ist echt entspannt jetzt hier. Es wird dann also gerne gegessen, ausgepult und weiß ich was alles. Und hier können wir durchgehen, hier machen wir das mal. Da sind wohl irgendwelche Schafshammel, die da unter der Erde gegart werden, das wollte Klaus sagen. Erdhammel. Erdhammel. Ja, mittendrin hier. Mal gucken, ob der Feigen hat. Ja, what is that? Man, Mont. Yeah. No? This is Moroccan eucalyptus. Eucalyptus. This is very good. We have cold. Ja. Wir wollten eben noch in eine Seitengasse abbiegen, kurz. Aber ist okay. Hast du die Schildkröten gesehen, die kleinen Schildkröten? Ja, 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 hier auch. Aha. Gute Fokkeron. Das ist ein furchtbares Dasein. Wechselfahrt. Das ist die Aufklärung. Bei den Umständen. Wenn die anderen dann warm oder. Ja, cold, very cold, ja. Jetzt musst du klassisch den Daumen hoch zeigen. Ja, hier in der Altstadt ist ja Alkoholverbot. Und, aber trotzdem habe ich hier ein alkoholfreies Bier bekommen. Lecker. Alkoholverbot ist nicht ganz richtig. Es gibt ausgewählte Lokalitäten, die auch Bier und Wein ausschenken, wenn sie entsprechende Schanklizenzen haben. Wunderschöne Garten, der angelegt ist von Yves Saint Laurent. Jardin de Majorel. Jardin Majorel, pas de. Jardin Majorel. Ja, da wollen wir jetzt hin. Ja. Und Hadid hat uns ein Taxi klar gemacht, wo wir mit 5 Personen reinfassen. Ich weiß nicht, ob er vorhat, mit einer dieser Kutschen zu fahren. Das können wir auch machen, ja. Nee. Kannst du schön fotografieren zwischendurch. Ja, das stimmt. Hier gibt es noch Pokale zu kaufen. Ja. Hat Marokko wohl zu viel produziert, war zu optimistisch. Hadid hat hier versucht, ein Taxi zu kriegen. Und da kommt schon eins. Habt ihr Platz hinten? Ich glaube, da gibt es noch Diskussionen wegen des Preises. Oder?
Jetzt haben wir noch ein paar Meter zu laufen und ja, ich habe ja gerade ein E-Bike gesehen. E-Bike Lastenrad und hier gibt es sogar Leihräder. Cool. Ja, Hadid hatte keine Lust gehabt mitzukommen. Er war da schon ein paar Mal und war der Eintritt zu teuer. Ja, und ist einfach nicht mit dem Taxi eingestiegen. Nee, war da schon zu oft. Ja, war da zu oft. Wie auch immer. So, dann gehen wir mal rüber. Die halten sogar die Autos am Zebrastreifen. Da stand auch extra Polizei, hat aufgepasst, dass die Autos am Zebrastreifen anhalten. So. Die ist auch schon reifer. Schmeckt. Ja, die Sonnenbrille habe ich gerade für 80 Dinar gekauft. Der Händler wollte erst 300 haben. Und Christina meint, das wäre noch viel zu teuer. Normal in Deutschland kriegt man so eine Brille für 1 Euro. Ja, wir sind jetzt hier an diesem berühmten Garten. Das ist eine riesen Schlange. Ich glaube, das tun wir uns nicht an. Ich stelle mir jetzt vor, wenn die ganzen Leute da in diesem Garten. Und Bernd schaut mal, ob wir das vielleicht online buchen können. Wo ist das nächste Café? Vor einiger Zeit habe ich gehört, dass es verkauft werden soll. Und leider hat mir das Geld gefehlt dazu. 250.000 Euro wollte er haben. Wann warst du hier, Klaus? Das ist ein Jahr her ungefähr, anderthalb Jahre. Also das letzte Mal anderthalb Jahre, ja. Also jetzt? Vor dem Crash. Oh. Und mein schönes kleines Restaurant an der Ecke, das ist auch nicht mehr offen, wurde mir gesagt. Wollen wir mal gucken. Ah, okay, Hmu, wir nehmen es doch nicht so hin. Der kann wohl alleine gehen, wo hat er denn was? Luca musste ja unbedingt zum McDonald's. Jetzt haben wir hier gerade mal eine Kleinigkeit bestellt. Die anderen warten draußen. Ja, erstmal bezahlen und dann schauen, was hier so rauskommt. Ich habe noch nie so viele Leute bei McDonald's arbeiten sehen wie hier. Wahnsinn. Gerade läuft das Endspiel Argentinien gegen Frankreich. Ja, wird hier ab und zu an den Restaurants und Bars geguckt. Hier zum Beispiel. Steht noch 0-0. Ich glaube, das ist ein Berliner Typ, diese Roller. In Berlin gibt es eine Firma, die ähnliche herstellen. Ich glaube, das ist aber eine andere. Ja, wir laufen so langsam wieder zum Jamalfa zurück. Ist doch eine ganz schöne Strecke, gerade für Klaus. Ja, dass er überhaupt auf diese Strecke läuft, super. Ja, machen noch mal kurz ein Päuschen hier direkt an dem Kreisel. Radwege. Super. Ja, wir haben es gleich geschafft. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ist auch warm, so glaube ich 25, 27 Grad. Aber besser als im Winter in Hamburg oder Lüneburg rumzuhängen. 2-0 Argentinien. Auf der Kutubia hier fragt man sich, wieso es diesen oder weshalb dieser Galgen da oben noch mal aufgerichtet ist. Und der hat manchmal eine dunkle Fahne und manchmal eine weiße Fahne. Und die weiße Fahne teilt denen mit, die nicht hören können, dass zum Gebet gerufen wird, dass jetzt Gebetszeit ist. Und das ist sozusagen das Signal für diejenigen, für die Gläubigen, die nicht hören können. Das ist interessant. Ich habe mich auch gefragt, lange Zeit, was ist das eigentlich? Und dann gibt es ja noch diese vier Weltkugeln. Und das sind die Welten in der Lehre sozusagen Mohammeds, die also jetzt hier sozusagen in der Kirche nochmal dokumentiert werden, in dem Aufbau. Die erste Welt, die zweite Welt, die dritte, die geistige Welt, ja. Wir haben es geschafft, wir sind wieder zurück auf dem Jamalfa.
Mann, meine Füße tun mir weh. Wir haben jetzt, glaube ich, ja, fast 10.000 Schritte habe ich jetzt drauf. Kaum ist man wieder hier am Platz, wird man angequatscht ohne Ende. Ah, Mickey Mouse ist auch da. Das hast du schon mitbekommen? Ja, schon wieder. Das ist doch das gleiche wie das andere, in grün. Nee, da gibt es Tagine. Ja, die anderen wollen wieder das Restaurant, wo wir am Anfang waren. Restaurant. Ja, es ist halt so eine neonbeleuchtete Bude, wo es zwar lecker ist, aber du sitzt halt da drin in dem grellen Licht. Naja, ich geh mal hinterher. Essen ist ja gut. Dann gibt's wieder Ärger. Voilà. Das Essen bei Hatschprick ist schon hervorragend. Wir haben zu fünft inklusive Getränke 30 Euro bezahlt. Wieder gut gegessen, jetzt geht's auch zurück ins Hotel. Bernd ist schon mal vorgerannt, er wollte unbedingt den Sonnenuntergang sehen. Ja, und hier müssen wir zwangsweise durch. Gleich geht's wieder rechts in die Gasse zu unserem Hotel. Ich glaube, die Kinder wollten noch Wasser holen, was natürlich immer Sinn macht hier. Bernd ist oben. Ich gehe da auch mal hoch. Es läuft noch das Endspiel. Argentinien gegen Frankreich. Ich glaube, es steht noch unentschieden. Hat, glaube ich, Frankreich noch mal ein Tor geschossen und jetzt geht hier die Gebetsmühle los. Da hinten kann man auf dem Bildschirm erkennen, da haben vorhin die Franzosen oder gerade eben auch die Franzosen gejubelt. Nein, Elfmeterschießen kommt jetzt. Oh, oh. Elfmeterschießen ist immer so schnell vorbei. Das ist schon ein Lotteriespiel, ne? Jetzt ein schönes Glas Rotwein. Herrlich. Ihr könnt es sehen, ne? Ja, ein bisschen verspätet. Die jubeln da drüben immer schon auf der Terrasse und wir sehen das Tor dann immer ein bisschen später. Oh, oh, oh. Oh, getroffen. Sieht so aus, ne? Da hinten. Ja. Der Leinwand. Oh, aber schlecht geschossen. Mhm. Hat er Glück gehabt. Oh, 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 oh. Jeder hat 5 Schüsse. Jeder 5 Schuss, ja. Und dann 2 Unterschied. Oh, oh, ja? Mhm. Voll vorbei, ja. Oh. Tja, du bist hier richtig braun geworden. Nee, das liegt an der Sonne. Ah, das, jetzt steht das fast schon fest. Oh, oh. Ich glaube, man muss jetzt nur noch treffen, ne? Noch 2. Oh. Vielleicht dann die Nerven. Oh, das Flugzeug. Wenn er jetzt trifft, sind sie Weltmeister. Ja, scheinbar getroffen, ne? Ja, das war's. Argentinien ist Weltmeister. Schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Nächste Woche geht's auch schon weiter mit Teil 2.